Und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Aktive Pause. Ich bin Claudia Mörl, Ihre Trainerin vom Unisport. Und ich bin Kathi und werde Claudia heute unterstützen. In diesem Video zeigen wir Ihnen Entspannungsübungen, die Sie einfach und schnell in Ihren Arbeitsalltag integrieren können. Abgabefristen, Termine, allgemeiner Zeitdruck können Sie schon mal an Ihre Grenzen bringen und zu Stress führen. Um mal wieder zur Ruhe zu kommen und Energie aufzuladen, bieten sich kurze Entspannungsübungen an. Das Video ist so aufgebaut, dass Kathi Ihnen erst die einzunehmende Position zeigt und dann auch direkt die Übungsdurchführung. Sie können in Ruhe zuschauen, nehmen dann die erste Position ein, schließen Ihre Augen und hören entspannt zu. Bevor wir aber mit den Übungen starten, versuchen wir uns eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Dafür schließen Sie die Tür, machen das Licht aus und suchen sich einen Stuhl und finden eine bequeme Position. Die erste Übung, die wir machen, ist das Abdunkeln. Durch diese Augenübung kommen besonders gut Augen, Körper und Geist zur Ruhe. Die Kombination aus Dunkelheit und Wärme vertieft die Entspannung. Kathi zeigt Ihnen jetzt einmal, wie es aussehen wird. Genau, Sie reiben die Handflächen aneinander, bis Sie eine wohlige Wärme spüren. Dann legen Sie Ihre gewölbten Handflächen über Ihre Augen. Rechte Hand übers rechte Auge, linke Hand übers linke Auge, sodass Sie kein Licht mehr wahrnehmen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Ellbogen auf einen Tisch abstützen. Üben Sie nicht zu viel Druck mit Ihren Händen gegen Ihr Gesicht aus. Verweilen Sie in dieser Position, bis Sie nur noch vollkommene Dunkelheit wahrnehmen. Eine langsame und tiefe Atmung hilft bei der Entspannung. Ihre Hände wärmen Ihre Augen angenehm. Genießen Sie die vollkommene Dunkelheit. Sehr gut, gehen wir zur nächsten Übung über. Die nächste Übung widmet sich der Stirn. Wir massieren die Partien rund um die Augen und fördern damit die Durchblutung. Kathi zeigt es einmal. Genau. Sie nehmen jeweils Zeigefinger und Mittelfinger zusammen und legen sie mittig auf die Stirn. Dann ziehen Sie Ihre Stirn sozusagen glatt, von innen nach außen Richtung Schläfe. Üben Sie so viel Druck aus, wie es für Sie angenehm ist. Und dann massieren Sie in kleinen Kreisbewegungen Ihre Schläfen. Auch hier wieder so viel Druck, wie es für Ihr Wohlbefinden am besten ist. Kommen wir zur dritten Übung, dem Fernblick. Dabei schauen Sie stufenweise in die Ferne. Besonders durch das dauernde Schauen auf den Bildschirm und die Daueranspannung durch die Augen verkrampfen unsere Muskeln. Mit dieser Übung trainieren wir die inneren und äußeren Augenmuskeln und fördern die Flexibilität der Augenlinse. Nehmen Sie jetzt den Blick vom Bildschirm weg und suchen sich 5 Objekte in unterschiedlichen Entfernungen. Kathi zeigt Ihnen jetzt erstmal die erste Entfernung. Haben Sie 5 Objekte ausgesucht? Konzentrieren Sie sich zuerst auf das erste Objekt. Verweilen Sie bitte einige Sekunden. Wechseln Sie dann zum zweiten Gegenstand, zum dritten, zum vierten und zum fünften. Und jetzt machen wir das Ganze andersherum. Sie gehen zurück zum vierten, zum dritten, zum zweiten und zum ersten. Diese Übung können Sie selbstverständlich so oft wiederholen, wie Sie möchten, auch mit anderen Objekten. Die letzte Übung ist das Bewegen im Dunkeln. Mit dieser Übung trainieren wir die Augenmuskeln und entspannen gleichzeitig die Augen durch die Dunkelheit. Kathi, ich mache das hier einmal vor. Genau, man kann es nicht ganz so gut sehen, aber Sie schließen die Augen und wechseln dann Ihren Blick sozusagen nach oben und unten. 10-mal ungefähr. Danach schauen Sie sozusagen nach rechts und links mit geschlossenen Augen. Auch wieder 10-mal. Und zum Schluss kreisen Sie Ihre Augen.
Erst nach rechts und dann nach links. Das Tempo können Sie hier für sich selbst bestimmen. Sehr gut, das waren unsere 4 Entspannungsübungen. Bevor Sie aber jetzt wieder zur Arbeit gehen, möchten wir Sie noch kurz aktivieren, um ein bisschen wacher zu bekommen. Dafür öffnen Sie erstmal Ihre Augen und kreisen dann Ihre Schultern von vorne nach hinten. Machen Sie dabei große Kreise. Und dann strecken Sie sich, nehmen Sie die Arme in die Luft und machen sich ganz lang. Wenn Sie möchten, können Sie dafür auch aufstehen. Sehr gut. Jetzt richten Sie Ihr Büro wieder so hin, dass Sie weiterarbeiten können. Vielen Dank für Ihre aktive Teilnahme. Wir hoffen, Ihnen haben die Entspannungsübungen gut getan. Führen Sie diese gerne mehrmals die Woche durch. Und schauen Sie sich unsere weiteren Videos an, um sich während Ihrer Arbeitszeit zu stärken oder zu entspannen. Bis zum nächsten Mal.